Muss man wissen, ne? Von wegen. Dann herzlich willkommen zum Highlight des heutigen Tages, der Verleihung des Troll des Jahres. Zuallererst, was braucht man für so eine Verleihung? Einen Preis, den haben wir. Man braucht einen Preisträger, dazu kommen wir dann noch. Und man braucht natürlich, bevor man irgendwie einen Preisträger benennen kann, brauchen wir erstmal Nominierte. Und diese Nominierten, die die Jury in sehr komplizierten Auswahlrunden festgestellt hat, werden euch jetzt kurz vorgestellt, damit ihr wisst, um wen es geht, weil vielleicht sind nicht alle bekannt. Dazu haben wir einen kleinen, wie sich das gehört für so tolle Preisverleihungen, haben wir dazu einen Imagefilm für diese Nominierten. Guten Abend. Es ist mir eine große Ehre, Ihnen die Nominierten für die Auszeichnung Troll des Jahres vorstellen zu dürfen. Wahrscheinlich sind Sie schon sehr gespannt, wer diesen großartigen Preis gewinnen wird. Ich möchte Sie auch nicht lange auf die Antwort warten lassen. Die Jury hat sich gefragt, wer hat sich im Jahr 2012 herausragend und positiv für das Bild der Trolle in der Öffentlichkeit eingesetzt. Unfreiwillige Trollierungen oder platte Witze sind dabei nicht gesucht. Die Jury hat nur Bewerbungen von außergewöhnlich guten Trollen akzeptiert. Dabei hat sich die Jury immer an der Einladung zu dieser Veranstaltung orientiert. Um was geht es bei positiver Trollerei? Trollerei kann destruktiv wirken. Sie kann aber auch eine kreative Rolle im Diskurs spielen und anderen einen Spiegel vorhalten sowie gesellschaftliche Entwicklungen beschleunigen. Durch die absichtliche Überzeichnung neuralgischer Fragen entstehen gruppendynamische Synergieeffekte, die mit traditionellen Diskurstechniken nicht in der Geschwindigkeit möglich wären. Eins haben dabei alle nominierten Trolle gemeinsam. Sie polarisieren, und nicht selten gelingt es ihnen mehr, oder weniger offene Konflikte zu schüren. Auf diese Weise bringen sie die Gesellschaft voran. Die Jury hat 4 Nominierte für den Troll des Jahres akzeptiert. Meine Freundin Clara stellt uns diese nun kurz vor. Nominiert für die Auszeichnung Troll des Jahres ist die Redaktion der Satirezeitschrift Titanic. Die Jury hat sich entschieden, Martinson Eborn selbst zusammenfassen zu lassen, warum die Titanic sich für den Preis eignet. Ich glaube, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, auf den Irrsinn des zunehmend irrsinniger werdenden, galoppierenden Kapitalismus zu reagieren. Man kann Alkoholiker werden, man kann in den bewaffneten Widerstand gehen, man kann in die Politik gehen oder man kann sich satirisch mit den Dingen auseinandersetzen. Das machen wir bei Titanic. Christopher Lauer ist kein gewöhnlicher Abgeordneter und kein gewöhnlicher Gast in einer Fernsehsendung. Das Mitglied der Piratenpartei hat 2012 sehr große Trollambitionen gezeigt. Daher ist auch er nominiert. Warum sich die Jury für ihn entschieden hat, zeigen wir jetzt. Bitte, Herr Lauer. Ja, wie viel Zeit habe ich noch? Und hier spreche ich explizit die Hinterbänkler in den Fraktionen an. Habt ihr euch das so vorgestellt? Ist es euch das wert, 5 Jahre lang alles abzunicken, was Herr oder Frau Referentenentwurf in irgendeiner Senatsverwaltung geschrieben hat? Ja, ich finde es sehr bemerkenswert, dass Sie das hier im Rahmen einer politischen Talkshow für irgendeine Form von Berichterstattung halten. Das freut mich immer, meine Gebührengelder bei der Arbeit zu sehen. Verstanden. Was ist denn da sind wir gerade dabei, das hinzukriegen, ja. Und nach unserer Rechnung ist ein Löwenanteil dessen hereinzuholen. Herr Beck, wissen Sie irgendwas? Ja, Sie sagen Ihrer, Sie haben doch keine Ahnung jetzt, wovon Sie reden. Entschuldigung, wieso nennen Sie das Ihrer? Sagen Sie das mal. Es sind hunderte von Arbeitsplätzen dort entstanden, auch wenn es ein Problem gibt. Warum ist denn das Ihre? Herr Beck, der Unterschied zwischen uns... Nicht alles, was man nicht weiß, kann man beurteilen. Herr Beck, ich glaube, der Unterschied zwischen uns beiden ist, dass ich wirklich zu meinen Lücken hier offen stehe und auch gar nicht den Eindruck erwecke, ich hätte davon Ahnung. Sie es noch immer verzweifelt tun und das ist eben der Witz.
wer es schafft, lebenslanges Hausverbot beim CCC zu bekommen, muss schon ein fortgeschrittener Troll sein. Kim Schmitz hat 2012 aber erst so richtig mit den Trollen losgelegt. Nachdem die Musikindustrie keine Lust mehr auf seine Seite Mega Upload hatte, wurde die Sache interessant. Die Durchsuchung und Beschlagnahmung seiner durch zweifelhafte Geschäfte erworbenen Villa war der Anfang zu einem nie gesehenen Trolltheater. Nicht nur, dass der oberste Gerichtshof in Neuseeland entschieden hat, dass die Durchsuchung bei Kim illegal war. Mittlerweile musste sich sogar der neuseeländische Premierminister beim verurteilten Betrüger entschuldigen. Die Jury ist sich sicher, dass wir von Kimble.com noch viele Trollereien sehen werden. Das ist mein privates Reich, meine Schuhe. Und hier ist dann mein kleines privates Raumschiff Enterprise. Da stehen meine ganzen Computer und hier sitze ich dann abends und spiele Computerspiele. Wisst ihr eigentlich, was das hier heißt? Kim Schmitz and Associates. Eigentlich ist auch noch die FDP für den Preis Troll des Jahres nominiert. Ich habe mich aber geweigert, einen Text dafür einzusprechen. Wenn die den Preis bekommen, erschieße ich mich. Danke, Clara, dass du uns die Nominierten vorgestellt hast. Ich bin schon total gespannt, wer den wunderschönen Preis bekommt. Daher sage ich jetzt: Bühne frei für die Preisverleihung. Sehr verehrte Damen und Herren, sehr verehrte Pressevertreter, liebe Kinder. Ich freue mich sehr, dass ihr so zahlreich zu dieser Preisverleihung erschienen seid. Es ist mir eine große Ehre, den geheimen Umschlag mit der Juryentscheidung jetzt endlich öffnen zu dürfen und diese wunderschöne Skulptur an den Preisträger zu verleihen. Ich bitte jetzt um einen großen Applaus für den geheimen Umschlag mit der Juryentscheidung und meine wunderschöne Assistentin Blabber. Auszeichnung Troll des Jahres 2012 geht an den Berliner Abgeordneten Christopher Lauer von der Piratenpartei. Bei der Auswahl des diesjährigen Preisträgers hat die Jury nicht lange überlegen müssen. Gewiss, in unserer boulevardisierten Medienwelt werden inhaltliche Aussagen mittlerweile routinemäßig gekürzt, um das Trollpotenzial einer Meldung zu maximieren. Es gibt aber dennoch nur wenige, die es schaffen, intrinsisch zu trollen, ohne dabei platt und bemüht zu wirken. Der 28-jährige Lauer ist für die Jury ein würdiger Empfänger des Preises, weil er wie kein zweiter die Werkzeuge eines Trolls aus dem FF beherrscht. Andere Vorschläge, wie den neuseeländischen Internetunternehmer und Bedarfsmusiker Kim.com und die Redaktion des Titanic-Magazins, hat er dabei nach Meinung der Jury einstimmig auf die Plätze verwiesen. Durch kalkulierte Eskalation hat es Christopher Lauer im Jahr 2012 häufiger geschafft, auch erfahrene Berufspolitiker aus ihren inhaltsleeren Worthülsen zu befreien. Seine oft demaskierenden Zwischenrufe haben dabei nicht nur den Lebens- und Talkshow-erfahrenen Kurt Beck, aber auch zum Beispiel Moderatoren des GEZ-finanzierten Rundfunks an den Rande der Weißblut gebracht. Schmidt-Lab, wie er auf Twitter heißt, nimmt selten ein Wort vor den Mund, auch wenn es in Einzelfällen möglicherweise besser gewesen wäre. Der von ZDF-Kultur als Selbstdarstellungsmaschine der Piraten bezeichnete Lauer ist dabei erstaunlich oft in der Lage, auch auf erkennbar polemische Vorwürfe eine vorteilhafte Replik zu finden, wodurch gegen ihn gerichtete Trollierungen selten erfolgreich sind.
Dass Christopher Lauer kein leichter Gast ist, musste zum Beispiel der RBB-Moderator Marco Seifert im April dieses Jahres feststellen. Der Fraktionsvorsitzende der Piraten im Berliner Abgeordnetenhaus nimmt dabei auch im täglichen Politikbetrieb kein Blatt vor den Mund. Dank Formulierungen wie "Was erlaube SPD" oder auch "Ich habe leider meine Kresse vergessen, sonst könnten Sie jetzt meine Kresse halten", hat er den Redebeiträgen im Berliner Abgeordnetenhaus zu ungeahnter Popularität auf YouTube verholfen. Somit schafft er es mit seinem Politikstil ganz nebenbei, das Interesse an Berliner Landespolitik zu schüren. Eine Aufgabe, die genauso leicht ist, wie gegen Schweden im Fußball zu gewinnen. Zusammengefasst beweist der Preisträger, dass er nicht nur in der Lage ist, die positive Kunst des Trollens gegenüber Dritten anzuwenden, er zeigt auch, dass er selbst über eine solide Toleranzgrenze verfügt und offenbart so noch größere Erfahrung als Troll. Die Jury würdigt mit der Auszeichnung die kontinuierliche Arbeit von Christopher Lauer am positiven Bild der Trolle in der Öffentlichkeit. Im Namen der Jury und der Organisatoren der Trollcon ist es mir eine Ehre, dem Preisträger zu seiner Auszeichnung zu gratulieren. Daher herzlichen Glückwunsch und Troll on, lieber Christopher Lauer. Christopher Lauer hat, weil wir ihn etwas kurzfristig eingeladen haben, leider nicht geschafft herzukommen, obwohl er es sehr gerne gemacht hätte, aber wir waren etwas spät dran. Und eigentlich wollte er uns auch ein Dankesvideo per Internet schicken, aber das mit dem Internet, habt ihr ja festgestellt, funktioniert nicht so hier. Daher haben wir jetzt weder eine Preisübergabe noch ein Dankesvideo, aber er hat sich sehr über den Preis gefreut und er bedankt sich für die Auszeichnung. Vielen Dank.